Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dino-Dienstag. Ich bin Sjörg, Thomas, und wir spielen heute Jurassic Park Operation Genesis. Nun ja, da ich euch die letzten Male Demos gezeigt habe von Park-Simulatoren, zeige ich euch, wie so ein fertiges Spiel aussehen kann. Es ist zwar nicht einwandfrei, aber es ist wirklich eine der besten Dino-Spiele aller Zeit, muss ich zugeben. Es macht so viel Spaß, das immer mal wieder zu spielen. Allerdings konnte ich das jetzt irgendwie nicht ordentlich aufnehmen, sodass ich ja rechts am Rand so einen schwarzen Balken haben werde, einen großen. Ich konnte das nicht zentrieren, weil Windows-Modus funktioniert irgendwie komischerweise nicht. Wahrscheinlich liegt das an Windows 10, keine Ahnung. Und naja, egal. Wir laden auf jeden Fall einen Park, damit ich alles von Anfang sehen sollte. Ich habe meine Speicherstände mal zwischendurch irgendwo auf einer extra Festplatte gespeichert. Ich habe also das Spiel hier neu installiert gehabt. Und habe bislang bloß so einen kleinen Pups-Park, wo ich ein bisschen gespielt habe. So, um euch mal die Features und alles zu zeigen. Ja, so kann ein Park aussehen. Er ist ja noch relativ am Anfang. Message from Dr. Grant. Oh, go to. Ach, neue Fusion von Fusilmarkt. Okay, und zwar ist es so. Wo fange ich denn am besten an? Also, man muss sein Forschungsteam auf eine Fossiljagd sehen und da gibt es verschiedene Orte, die man freischalten kann. Ich habe jetzt einfach mal die Mausinformation selber genommen aus der Jura und einmal die Chinini-Formation Kreide. So, ihr seht es schon, die sind erschöpft. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Und die sind auch fast alle erschöpft. Allerdings habe ich jetzt keine weiteren Grabungsstellen, die ich freischalten kann, weil man schaltet Grabungsstellen mit Sternen frei, wie ihr oben links sehen könnt. Ich habe 2,5 Sterne, auf jeden Fall einen Stern. Schaltet man eine neue Grabungsstelle frei. So. Oh, die Dorfosaurus. So, wie konnte ich nochmal raus? So ordentlich. Was nicht auf dem Knopf? Message von Dr. Wolf. Message von Dr. Wolf. Ja, da gibt es halt die einzelnen Leute. Die haben immer Nerven. Oh, den Arc-Faction has been completed. Kamerasaurus Genome ist 100%. Und mit den Fossilien erforscht man halt die Dinosaurier. Und sobald dann einer vollständig ist. Okay, die haben nichts gefunden. Kann man die dann hier aufstellen? Warte. Das sollte in der Lage große Pflanzenfresser sein. Parasaurus, Uranosaurus, Kamerasaurus 100%. Plus Parasaurus noch nicht 100% hier. Und Stegosaurus auch noch nicht. So, hier Ceratosaurus auf 100%, Dilophosaurus auf 100%, große Fleischfresser Spinosaurus auf 100%, Carnotaurus auf 100% und kleine Pflanzenfresser Triosaurus auf 100%. Das sind alle, die wir in den Gebieten finden konnten. So. Und es gibt verschiedene kleine Attraktionen, zum Beispiel ein Souvenirshop. Ich habe da Raptor-Button und Jurassic Park-Ballon ausgewählt. Es gibt auch einen Spaßrucksack oder ein Dino-Spielzeug. Und hier seht ihr, wie teuer das für euch ist zu betreiben und wie teuer ihr es verkaufen könnt. So, Raptor-Button ist einfach bloß ein kostenloses Geschenk, die sind immer kostenlos. So, und ich habe es einfach mal für 8 Dollar verkauft. So, möchtest du. Was seht ihr? Okay, etwas verkauft. So, das ist der Haupteingang. 4 Dollar ist halt der Preis. Von da kommen halt die Gäste. Per Heli werden die eingeflogen. Haben wir eine Sicherheits. Nee, das. Das ist die Klinikstation, da haben wir Leute, die die Wege sauber machen, sonst wird es relativ schnell schmutzig im Park. Und hier haben wir die Ranger-Station, da können wir sogar mit dem Helikopter fliegen. Und sogar schießen. Ich kann hier zum Beispiel einfach narkotisieren oder heilen von Krankheiten. Aber die sind ja gesund. So. Utility Mode. Wir können auch Leute retten. There are no visitors within the selection area. Oh. Da können wir Dinos weglocken. Was? Ich kann den Ballon wegschubsen! Wie geil ist das denn? Das wusste ich ja nur kann. Kacke. Nee, gut. Ja, ich kann ihn wegschubsen. Wie lächerlich ist das denn?
Ja. Na, warum bewegt er sich nicht nach vorne? Komisch. Dann lauf. Uff. Tschüss. Wie dumm das ist. So. Und dann gibt's ja auch eine Safari-Tour. Und da hat sich ein Dino einfach auf den Weg gelegt. So. Ich kann nicht schießen. Fotoschießen meine ich. Ja, Fotoschießen für Punkte. So, mal gucken, wo wir die das auch her. 81 Punkte, nett. So. Dann gibt es hier. Okay. Ah, können wir die das sehen? Hier vielleicht? Ja, sehr schön. Wunderschöner Ceratosaurus. Oh, was wollen die? Ja. Okay, man kann ja auch verschiedene Sachen nachsuchen, untersuchen. So. Yay! Gibt's hier solche Türme? Warum nehmen die jetzt alle? Das wollte ich gar nicht liegen. Egal. Türme, von denen man in die Gehege reinschauen kann. Wunderschön. Ach, schön, dass das Ceratosaurus. Man kann halt auch verschiedene Gehege, verschiedene Sicherheitsstufen bauen. Ich habe momentan nur Low- und Medium-Security-Fans. Das heißt, Spinosaurus und Kratschodontosaurus sind nicht so sehr geeignet. Die könnten da ausbrechen, wenn die wollen. So gibt es halt als nötigste hier Toiletten und hier halt Kiosk. Da gibt es auch noch schönen Brunnen. Halt schön zum Ansehen. Kostet 100 Dollar pro Monat. Das ist sehr übertrieben. So, was wollen wir noch? Ach ja. Das ist sowas, da kann man halt die Dinosaurier. Hatchery Ausbrütungsstation, wo man halt die Dinosaurier züchten kann. Ich mache da immer so, ich baue ein extra Gehege, wo ich die Dinosaurier ausbrüte und dann fahre ich sie mit einem Helikopter in andere Gehege rein. Damit ich nicht in jedem einzelnen nicht in jedem einzelnen Gehege so eine Ausbrütungsstation habe. Halt jetzt bloß in dem hier. Weil das wird zu unserem Safari-Park, wo häufig mal Dinosaurier drin sein werden. So. Das hier ist unsere Krankenpflegestation. Ah ne, das war anfangs unsere Krankenpflegestation, wo wir halt die kranken Dinos erstmal untergebracht haben, damit sie andere Dinos auch nicht anstecken. Mittlerweile ist es die Lophosaurus-Gehege. Und ja, da kann man sich halt langsam aber sicher seinen eigenen Dinosaurierpark machen, indem man mehr Besucher anlockt, mehr Sterne durchbekommt, dadurch fossile Grabungsstation freischaltet. So, ich würde mal sagen, wir holen uns eine wunderschöne, zwei wunderschöne Kamerasaurier. So, uns fehlt Stegosaurus und Parasaurus DNA. Wir können nämlich auch auf den Fossilmarkt gehen und diese uns holen. Gibt's was vom Stegosaurus? Ja, das sollte reichen. Und ich hole mal ein starkes von Parasaurus. Genlabor. Extract. So. Warte, ich muss kurz gucken. Ob das reichen wird? Stegosaurus bei 96%. Ich weiß nicht, wie viel so ein kleines Fossil bringt. Ich habe mittlerweile so lange nicht mehr gespielt. Ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, wenn man P drückt, da hat man gleich den, kann man gleich den Weg auswählen. Zum Erweitern. Aber viel mehr weiß ich auch noch nicht mehr. Wunderschön.
3 Sterne halt. Komm schon. Schneller. Schneller. 87%, naja. Dann muss ich eigentlich nochmal auf 15.000 spannen und nochmal so ein paar Sachen holen. So, Tab war die Karte. Ich muss mal gucken, wie das Wetter aussehen wird. Ach, sonnig, das sieht gut aus. Für den nächsten Monat, das gefällt mir. Gerade eben geboren, schon steht da jemand auf dem Weg. Stimmt sowas. Message from Dr. Grant. Von Dr. Grant. Oh, Silber. Kaufe ich gerne, bringt ein bisschen Geld. Und jetzt im Fossilmarkt. Ja. Parasaurus DNA. Zack. So. Ich will den Helikopter schon neue Gäste anzubauen. Ja. Da kommen neue Gäste. 100%. Ja, sehr schön. Habe ich hier nicht eigentlich auch. Genau, ich habe mir auch einen zweiten Eingang hinterlegt. Vielleicht auch neben der Sicherheitsstation. Man kann ja nie wissen. So. Ich würde sagen. Stegosaurus sind vollständig. Oh. Ich habe nicht genug Geld. Darauf hätte ich vielleicht mal achten sollen. Wir bringen den Pack jetzt auch auf 3 Sterne. Oh. Dann haben wir jetzt genug Geld. So. Ich bin gespannt. Da kommt, ich finde es schön, dass dieses Mal eine Durchsage kommt. Wenn da ein neuer Dinosaurier im Park erscheint. Also eine neue Spezies. Los, 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 los. Schneller. Ich will den neuen Dino. Ja, 100%. Wunderschön, aber so lang denn das Vieh? Ich freue mich schon so sehr auf die neuen Dinosaurier-Park-Spiele. Bin gespannt, wie die werden. So. Das Safari-Tour dadurch. Viewing, Sprints, so, so, so. Das ist geschlossen, oder? Ja, Closed Map Manager. So, und wen hatten wir hier hinten? Hatten wir die Triosaurier-Gehege nochmal. Ein extra Gehege. Weil ich, einmal, wo ich hier mit dem Jeep durchgefahren bin, leider einen Triosaurus überfahren habe. So, ich würde mal sagen, wir speichern das Spiel. Das Spiel muss man relativ häufig speichern, weil es sehr, absturzanfällig ist. So, wie viel kostet Prariosaurus? Okay, wir sparen mal noch ein bisschen, damit wir uns 2 Prariosaurier leisten können. Was hat der? The quotes here are terrible. Das sind wirklich verwöhnte Snobs. Wir haben nicht mal 60 Besucher im Park. Ja, diese ganzen Menschenmassen stören mich einfach nur. Menschenmassen, wo sind die Menschenmassen? Das sind 5 Leute auf der Straße. Ja gut, vielleicht Dutzend, aber das ist ja nichts. Jetzt gibt es gleich mal schön Geldregen. In jedem Helikopter passen 5 Besucher. Das heißt, pro Helikopter kriegen wir jetzt 2000. Genug für 2 Parasaurier. Dann würde ich sagen, wir heben mal die Preise an. Oh, 420. Ja, die meisten werden sich wahrscheinlich hier nur wegen den Wegen beschweren. Nicht wegen den Wegen, wegen den Besuchermassen. Deswegen habe ich hier doch eigentlich schon viele Ausweichmöglichkeiten gebaut. Ich würde mal denken. Ja, weiter das hier mal.
war viel zu teuer. Okay, doch nicht mehr. Jetzt habe ich 4500. So schnell kann es gehen. Man hat ja eigentlich nie Geldprobleme. Das finde ich gut bei dem Spiel. Wunderschön. So. Baue ich das hier? Ne, ich glaube, es würde zu viel vom Fluss wegnehmen. Ich baue das mal hier hin. So. Und nicht das mal mit dem Weg. Finden halt nichts mehr. Ich baue langsam meinen dritten Stern. Guck mal, ich habe jetzt 4 Sterne Dinosaurier, 2 4 Sterne Dinosaurier, 2 3 Sterne Dinosaurier, 2 5 Sterne Dinosaurier. Muss doch mal langsam kommen. Wie sieht es eigentlich aus mit Research? Ist bald fertig, okay. Dann sollten wir nach 3 Sterne Zaun untersuchen. 5000 kostet was. Damit wir Spinosaurus-Gehege mal bauen können. Das muss auch irgendwo im Fluss stattfinden. Oder machen wir eine sumpfige Gegend da raus und stellen das. Ja, wir machen das, denke ich mal, hier so hin. Ja, so 2 Monate dauert das. Okay. Wetter? Okay. Juli wird es regnen. Solange es nur regnet, ist es nicht so schlimm. Okay, wir haben jetzt Minus. Wir machen jetzt Schulden, aber es macht nichts. Jetzt, sobald der nächste Helikopter hier angeflogen kommt, was er gerade tut, machen wir wieder 2000. Wir sehen vielleicht sogar mehr mittlerweile. Erhöhen nochmal die Preise. Sogar. Ah ne, es sind sogar mehr. Warte. Waren es nicht immer nur 5 Besucher? Oder wechsle ich da jetzt was? Das, was hier jetzt rauskam, das waren 8. Holy shit, nee, sogar 9. Nee, warte. 1, 2, 3, 4, 5, ja, 9. Nee, 8. Kann ich zählen. Oh mein Gott. Was sind hier so viele Kühe? Warum leben die ganzen Kühe noch? Ich habe hier keine Kühe mehr eingestellt. Die töten die einfach, die Ceratosaurier. Ich glaube, die sind zu schwach, um Kühe zu töten. Was eigentlich gar keinen Sinn macht. So. Wie viele Ceratosaurier haben wir eigentlich? Ja, mit denen. Kann ich mal zum nächsten wechseln, da war doch mal ein Griff dazu. Er kann ich reinzoomen. F rauszoomen. Wunderschönes Tier. Karte. Das waren auch nicht die Knöpfe. Komm. Hier geht's exzellent. Wir haben 4 Ceratosaurier. Naja. Wie viele Triosaurier? Nur 3 Triosaurier. Ah, mit F und R war das. Okay. Performance Feedback. Ja, 3 Sterne. So, wir können eine neue ein neues Gebiet freischalten. Ich würde sagen.
Wir haben ja Coryanthosaurus, Parasaurolophus, Torosaurus, Nordrhein, Ceratops, Edmontosaurus, Paracelosaurus. Das wäre vielleicht interessant, weil Parasaurolophus wird in jedem Park. Ansonsten hier Kylosaurus, Herpetosaurus, Paracelosaurus, ja. Tyrannosaurus, Krylosaurus, Stegosaurus, auch nicht schlecht. So. Allosaurus. Dann hier nochmal Brachiosaurus. Brachiosaurus haben wir schon. Von daher ist das, wäre das nicht so praktisch. Der hat mir einen. Das ist auch doppelt so. Hier haben wir Velociraptor, Gallimimus und Thomalocephale. Ja. Ich würde mal denken, wir holen uns, glaube ich, einfach mal Tyrannosaurus, weil der so ein bisschen Standard ist. Aber wir haben jetzt schon zwei große Fleischfresser. Herpetosaurus ist halt so Standardvieh. Jetzt natürlich auch Acrocanthosaurus holen. Parasaurolophus und Torosaurus. Es gibt halt viel zu viele Optionen. Und man kann nur. Allosaurus, Parasaurus, Kentrosaurus. Ich will eigentlich meinen Allosaurus. Allosaurus war immer ein super Tier. Aber da wir schon Parasaurus haben. Warum habe ich das eigentlich freigeschaltet? Wahrscheinlich nur wegen Dilophosaurus. Weißt du was? Ich will meinen Allosaurus. Allosaurus ist super. In. Alle Teams abziehen. So. Haben wir gerade wieder. Sehr schön. Mal schauen, mal schauen. Naja. Hat eigentlich einen richtig guten Eindruck für den Tag von dem Spiel bekommen. Oh, ich könnte noch die beiden hier verwenden, das ist vielleicht keine schlechte Idee. So. Wenn es ja auch einmal rumgeht. Würde ich sagen, hier vorne machen wir dann Allosaurus gegen Inge. Auch wenn Allosaurus noch eine Weile braucht. Hier wird sogar. Oh, okay, akzeptabel, aber nicht perfekt. Können wir noch besser machen. Ich würde sagen, dort in der Mitte machen wir den Hauptweg weiter. Deswegen werde ich hier das Gedenken aufstellen. Zu groß. Oh, nicht genug Geld. Komm schon, sonst hätte ich mehr viel. Los, schneller. Geld. Would it be possible to meet with you at some point? Ja, das hab ich gesehen. Nur noch ein Dollar? Ja. Sehr schön, Expect Kentrosaurus. Haben wir uns mal alles ausgehege. Oh, wie viel Geld wir jetzt hier bekommen, wenn neue Besucher ankommen. So, Environment. Berg, da werden wir einen kleinen Berg hinsetzen. Und ein kleines Flüsschen. Ja, den kleinen sehen wir nicht. Oh, fängt es an zu regnen? Oh nein! In 2 Monaten gibt es eine Tornado-Warnung. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Oh Mist. Things are good.
Oh Gott, das braucht noch viel zu lange. Message von Dr. Reed. Kenntnis aus 12%. Sehr schön. Das ist gar nicht gut, aber ist gar nicht gut. Unter der Warnung. Das gefällt mir nicht. Oh, guck mal, wie wenig wir vom Park erst nutzen. Ist ja eigentlich viel verschwenderischer umgehen können. Wo ist denn der hier? Bin ich das, wo ich gerade bin? Ja, ist da, wo ich gerade bin. Ja, ich würde schon sagen. Regen ist ja nicht so schlimm, die haben ja Regenschirme. Hm. Prozent. Oh, Thrill-Plattform, 100%. Select. Oha. Strict. 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 Jetzt haben wir alle Saurus, so muss das. Ich hoffe, hier ist auch alle Saurus drin. Oha. Ich habe Angst vor dem Unwetter. Vor dem Twister. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich denke mal, den Twister tue ich euch nicht noch an. Also es gibt auf jeden Fall auch Umweltkatastrophen, zumindest eine, und zwar so ein Tornado, der dann über die Insel fegt und vor keinem Dino, vor keinem Gegner und gar nichts halt macht. Das ist immer das Schlimmste, was so passieren kann. Ja, das ist irgendwie komisch. Ein paar Besucher verlassen halt den Park, ohne dass sie Dinosaurier gesehen haben. Aber sind sie selbst schuld? Ich habe genug Viewing-Türme, Viewing-Vents und alles, damit ich schön in die ESG reingucken kann. Oh nö! Warum ausgerechnet Parasaurus-DNA? Also in dem Bärenstein war Parasaurus-DNA drin, oder weil Parasaurus schon voll haben, hat es uns gar nichts gebracht. Und wenn das gesamte Geld, was dieser Bärenstein wert war, verschwendet. Schönen Dank. Okay, die nächsten Bärensteine und diese Information werde ich verkaufen. Gut für die. Danke für die Info. Nee, ich würde sagen. Wir werden an dieser Stelle mal das kleine. Den Dino-Dienstag beenden. Und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr den nächsten Teil noch eine Folge davon sehen wollt, ob ihr ein anderes Spiel sehen wollt oder nochmal ein Spiel, was wir schon mal gespielt haben, noch mehr Folgen dazu sehen wollt. Das ist bei euch. Wenn ihr euch jetzt nicht aussucht, dann suche ich mir ein neues Projekt auf. Ich habe schon eine Idee, was wir spielen könnten. Oh nein. Ah ja, das ist gut. Speed up DNA Extraction. Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, provides ability for helicopters during storms. Oh, alles auch schon bei 12%, so muss das. Nee, wie gesagt, ich hoffe, euch hat gefallen. Bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.